So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar geht es um die Operation Wildfire. Hier gibt es den Access Pass für 5,29. Da ist die Operation Wildfire Coin dabei. Die Kampagne und Cooperative Gemini Kampagne, wie auch immer. Also es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie beim letzten Mal mit Cooperation Missions. All New Global Blitz Mission Events. Operation Wildfire Case and Weapon Drops, Operation Wildfire Journal and more. Da kommt auf jeden Fall noch detaillierteres Video, was dabei rauskommt. Ich hole mir das jetzt auf jeden Fall mal direkt. Und ja, Activate Pass Now, Enjoy, okay, und natürlich darf er nicht fehlen. Oh, nice, der Coin sieht auf jeden Fall extrem fett aus. Direkt mal ausrüsten. Und natürlich habe ich mir auch schon 5 Kisten gegönnt, die ich jetzt noch eben aufmachen möchte. Skins habe ich ja bereits in einem anderen Video vorgestellt. Könnt ihr auch gerne reingucken, dann seht ihr auch die Meinungen, was ich dazu habe. Und ich fange jetzt mal direkt an, um es nicht komplett spannend zu machen. Und ich hoffe, Gaben gibt hier mal etwas Gutes zu Beginn. Naja, nicht wirklich gut. Die Maxian Praetorian fahre ich jetzt nicht so krass. Gucken wir mal weiter. Ich habe immer noch die Theorie, dass es am Anfang ein bisschen mehr zu droppen gibt, weil eben noch keine Skins am Start sind. Die Lapis Gator in Star Trek werde ich wahrscheinlich verkaufen, wie die meisten Skins am Anfang. Sieht hier übertrieben abgeranzt auch aus. Dann gehen wir mal direkt weiter. 3 Kisten haben wir noch. Mega wäre natürlich ein neues Knife, aber daran glaube ich irgendwie noch nicht so richtig. Oh nein, es gibt Blau und dann auch noch das hässliche Blau. Also die blauen Gegenstände hier sind wieder, finde ich, so richtige standard-eklige Skins einfach nur, die ich überhaupt nicht feiere. Naja, Kisten haben gerade 5 Euro noch gekostet. Die Star Trek Bison ist auf jeden Fall relativ nice. Die wird auch, denke ich, noch ein paar Euro wert sein. Auch noch ziemlich abgeranzt, wahrscheinlich auch viel testet oder so, ja. Letzte Kiste. Gucken, ob ich heute Abend noch ein paar aufmachen werde, wenn der Preis noch ein bisschen gestaut. Oh, da war die Star Trek Deagle, die wäre natürlich mega nice gewesen. Nein, es wird die abgefuckte Scout. Ja, Gaben gibt hier nicht wirklich was rüber. Skins. Ja, wie gesagt, die blauen sind extreme Standard-Skins. Also so diese typischen Blau-Skins, da ist nichts Besonderes dabei in meinen Augen. Die MAC-10 und ja, Star Trek Bison werde ich jetzt gleich mal noch direkt gucken, was die wert sind und dann verkaufen. Jo, ansonsten gebt einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt und wenn ihr spezielle Fragen zu irgendwas habt oder was sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Sag ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.